Zum nächsten Thema, meine Damen und Herren. Am Wochenende hat es in Köln eine Demo gegen Terror gegeben. Liberale Islamverbände hatten dazu aufgerufen. Das Motto der Demo war nicht mit uns. Und wenn man sich die Bilder vom Kölner Heumarkt angeguckt hat, muss man leider sagen, ja, stimmt. Bis zu 10.000 Teilnehmer waren erwartet worden. Doch es sind wesentlich weniger Muslime gekommen als gedacht. Nicht Tausende, sondern eher ein paar Hundert. Also geringfügig mehr als bei einer durchschnittlichen türkischen Hochzeit. Und die Hälfte der Teilnehmer waren gar keine Muslime. Etwa ein Drittel waren, glaube ich, Junggesellenabschiede, die eh durch Köln gelaufen sind. Natürlich, man kann niemanden zwingen, sich von irgendetwas zu distanzieren. Und welcher Christ in Deutschland hat sich jemals öffentlich von den Gräueltaten der Lord's Resistance Army distanziert? Ne? Anders gefragt, welcher Christ in Deutschland kennt die Lord's Resistance Army? Und trotzdem finde ich, es wäre eine Chance gewesen. Es wäre ein Zeichen gewesen. Leider hat ja der größte Islamverband in Deutschland DITIB abgesagt. Mit der Begründung, die Demo wäre im Ramadan nicht zumutbar. Und eine Distanzierung vom Terror würde Muslime stigmatisieren. Ah ja, also man ist im gesellschaftlichen Abseits, wenn man Gewalt im Namen der eigenen Religion kritisiert. Respekt, muss ich sagen, wenn man so einen absurden Gedankengang auch ohne Alkohol hinbekommt. Aber vielleicht war das Thema auch zu eng gefasst. Vielleicht hätte man sagen sollen, okay, wir gehen auf die Straße gegen IS-Terror und für Diktatur. Ne? Für Erdogan sind in Köln im letzten Sommer 40.000 Menschen auf den Beinen gewesen. Und die DITIB ist ja Erdogans größter Fanclub in Deutschland. Eine Vereinigung, die seine Maximen 1:1 weiterträgt. Ne? Durch Imame, durch Religionsunterricht. Und meine Güte, das ist halt Religion. Die einen glauben das, die anderen glauben das. Die Christen glauben an Gott, die Hindus glauben an Vishnu, die Moslems an Allah, die Buddhisten verehren Buddha, Apple-User glauben ans nächste Update. Und die Funktionäre von DITIB glauben eben an Erdogan.